Ja, herzlich willkommen hier zur IMSTA 2021. Das ist der erste Talk aus der großen NIF-Regie hier in Berlin. Mein erster Gast hier ist Erik Horstmann vom Immersive Lab. Erik hat schon unfassbar viel Erfahrung gesammelt in Dolby Atmos, im Mixing. Du bist wirklich echt so auch einer, der ganz früh dabei war irgendwie. So, ne? Early Bird, ja. Early Bird, du hast den richtigen Riecher gehabt. Wir haben vor einem Jahr hatten wir schon einen Talk auf dem Producer Network, wo wir mal einen Stream gemacht haben, und da war eigentlich alles echt noch so ein bisschen fresher irgendwie. Ne? Du hattest auch schon einige Sachen so letztes Jahr gemacht, genau. Aber man muss sagen, dieses Jahr ging es richtig ab bei dir, insbesondere durch den Aufschlag von Apple, die einfach gesagt haben, wir machen bei 3D-Audio mit. So, wie ist es dir dieses Jahr ergangen? Hast du viel zu tun gehabt? Ja, ich kann mich nicht beklagen, sagen wir es so. Also wirklich außerordentlich viel zu tun irgendwie. Ich hatte natürlich ein bisschen das Glück, dass ich schon relativ früh dabei war. Ja. Das heißt, man wusste irgendwie, ach Mensch, Erik hat uns die ganze Zeit voll gequatscht mit dem Thema irgendwie so. Und jetzt plötzlich hat es einen Bedarf, na dann rufen wir Erik mal an. Ja. Und das hat, also ich kann mich überhaupt nicht beklagen. Ich bin sehr, sehr dankbar für die Situation jetzt. Also es ist unfassbar, aber wir haben sehr, sehr viel zu tun. Wir haben jetzt gerade unseren 250. Titel quasi fertig gemischt in Atmos. Krass. Also ein bisschen Erfahrung gesammelt. Ja. Genau. Auch quer durch die Genres durch. Und das ist, finde ich, auch immer ganz spannend. Ja, und das, was du machst, ist das größtenteils Katalogarbeit? Also sind es bestehende Produktionen oder sind es auch neue? Ja, es ist beides. Also die Labels nennen es ja immer Frontline. Ja. Ne, also Frontline-Projekte und Katalog. Da waren viele Sachen, die neu rauskamen. Max Mutzke war das erste zum Beispiel jetzt im August irgendwie seine neue Platte, die kam zeitgleich, Atmos und Stereo. Ja. Helene Fischer, Rausch, kam auch zeitgleich. Dann einige Geschichten aus dem Elektronikbereich, Shirin David jetzt, Bitches brauchen Rap, das Album, was jetzt rauskam, war auch alles zeitgleich. Aber ansonsten haben wir natürlich auch viel Kataloggeschichten noch so, die so zwischendrin mitlaufen, aber die haben nicht so krasse Deadlines. Ja. Da kann man sich das ein bisschen besser eintakten. Ja, die Shirin David Nummer, Bitches brauchen Rap, die hast du dabei. Da werden wir auf jeden Fall reinhören. Also haltet schon mal die Kopfhörer auch bereit so dafür. Das wär wichtig, damit man nachher mal über Kopfhörer 3D-Audio hören kann. Lass uns doch vielleicht mal, oder Immersive-Audio hören kann. Was sagst du lieber? 3D, Immersive? 3D finde ich so ein bisschen, weiß nicht, nicht abgedroschen, aber ich finde Immersive oder halt, ja, Atmos. 3D Atmos. Klingt immer noch nach diesen 3D-Brillen. Genau, die kann mehr interessieren. Ja, irgendwie deswegen, ich will nicht, dass dieser Trend verschwindet, deswegen suche ich mir einen anderen Namen raus. Ja. Nee, aber das ist ja vielleicht ein gutes Stichwort, weil wir können ja mal das eigentlich so für die Leute, die mit Atmos noch nicht so viel zu tun hatten, mal grundsätzlich das Ganze beleuchten. Ne? Viele haben vielleicht schon mal irgendwie gehört, oh, Dolby Surround, oder es gab 5.1. 5.1 war einfach immer daran gekoppelt, dass man 5 Lautsprecher eigentlich aufbaut, links, rechts und Mittellautsprecher, und 2 nach hinten packt. Und dann haben schon viele Leute gesagt, oh, in meinem Wohnzimmer, wo sollen die Kabel hin und so weiter. Mhm. Jetzt haben wir ein Format, wo es eigentlich noch mehr Lautsprecher drumherum sein können, plus nochmal Deckenlautsprecher. Cool. Also eigentlich als Ausgangsbasis von dem Verständnis her, wo man gesagt hat, ey, 5.1 hat schon nicht funktioniert. Mhm. Wie kann jetzt was mit noch mehr Lautsprechern eigentlich funktionieren? Was ist da so der Trick? Das ist die große Krux, und das ist auch im Prinzip so dieses Thema, was wir immer probieren, zu erklären, was der Unterschied jetzt mit Atmos ist im Vergleich zu quasi älteren Surround-Formaten eben. Ja. Ne? Weil jeder, wie du sagst, denkt an dieses starre Lautsprecher-Setup, was ich aufbauen muss, damit dieser 3D- oder dieser Surround-Effekt am Hörplatz tatsächlich funktioniert. Atmos geht da ein bisschen drüber hinaus. Und zwar können wir eigentlich sagen, dass es ein objektbasiertes Audioformat ist. Mhm. Objektbasiert heißt in dem konkreten Fall, ich habe die Möglichkeit, Töne, ich nenne es jetzt mal Töne, Sounds, Spuren, in die jeweiligen Kanäle zu mischen, also links, Mitte, rechts, hinten, Seite, oben. Oder ich kann diese Töne auch als Objekte benutzen und übergebe diesen Objekten noch eine XYZ-Koordinate und sage, dieser Ton soll bitte dort wiedergegeben werden. Ja. Diese Information gibt man weiter. Sinnbildlich gibt man sie weiter an einen Renderer, an ein Stückchen Dolby Software oder ein Stückchen Dolby Hardware in einem Receiver oder in einer Soundbar oder sonst wo. Und diese Geräte sind in der Lage, diese XYZ-Koordinaten rauszulesen und den Ton auf dem jeweiligen Lautsprecher-Soundbar-System dann eben an diese jeweilige Stelle zu rendern. Okay. Das heißt, wir sind nicht mehr so starr auf ein klassisches Lautsprecher-Setup quasi gemünzt. Das ist natürlich wichtig und das ist auch immer noch meiner Meinung nach der bestklingendste Use Case. Mhm. Aber ohne den hier gäbe es diesen ganzen Trend nicht heutzutage. Ne? Denn es lässt sich tatsächlich bis auf den Kopfhörer runter skalieren. Okay. Also von Lautsprecher, Soundbars,
diverseste Smart Speaker, die es so gibt, bis hin zu Kopfhörern. Und das ist der große Unterschied. Also das, was du in deinem Studio mischst, du hast ja eben ein richtiges Setup mit etlichen Speakern. Wie viele Speaker hast du in deinem Studio? 12. Du kannst ja vielleicht mal das Bild von deinem Studio gerade zeigen. Das ist quasi mein, also man sieht jetzt nur einen Teil der Lautsprecher, man sieht jetzt links, Mitte, rechts. Ja. Ich sehe noch den einen rechts Surround, der da so aus diesem lustigen Design rausguckt. Auf der gegenüberliegenden Seite gibt es noch einen linken Seiten Surround. Ja. Oben sieht man so im Anschnitt die zwei Deckenlautsprecher. Es gibt noch zwei weitere Deckenlautsprecher hinter der Hörposition und noch zwei weitere Surrounds quasi hinterm Hörplatz. Also das in dem Fall nennt man es 7.1.4. Also 7 auf Ohrhöhe, 1 Subwoofer, 4 Deckenkanäle. Okay, hast du einen Subwoofer oder hast du sogar noch mehrere? Ich habe einen Subwoofer. In dem Fall habe ich einen, den sieht man nicht, der ist hinter dem linken Lautsprecher. Ja. Das ist so, genau, so ein großer Trümmer, der da steht, genau. Ja. Das sieht man hier aber auch nicht. Und ich meine, das ist jetzt natürlich irgendwie ein sehr nice Setup, was eben die wenigsten Leute konsumermäßig so zu Hause haben werden. Richtig. Und jetzt ist aber eben der Trick, wie du ja sagst, wenn ich mir jetzt eine Soundbar kaufe, von diversen Anbietern. Das kann eben eine schickere sein von Sennheiser. Die haben eben eine richtig teure Soundbar. Genau. Ambeo. Genau. Kostet 2.500 Euro. Ne? Dann gibt es aber zum Beispiel Sonos, die Arc. Die kostet ungefähr 1.000, glaube ich. Das gibt es quasi ab 400 Euro aufwärts. Ich war gerade beim Saturn auch hier in Berlin und habe mal ein bisschen geschaut. Dann gibt es gerade so eine von Samsung auch. Die kostet gerade im Angebot 400 Euro, so eine Soundbar. Und das halt natürlich schon abgefahren, weil die kann ich unter meinen Fernseher packen oder auch einfach in mein Wohnzimmer so packen. Und habe dann eben nicht noch diese ganzen Speaker an der Decke und um mich herum. Correct. Und trotzdem, wie funktioniert das mit dieser Soundbar? Wie klappt das irgendwie, dass man den Sound so positioniert, dass man sagt, das ist jetzt aber hinten oben links? In den Atmos Soundbars hast du neben den Frontlautsprechern, also die nach vorne rausstrahlen, links, Mitte, rechts, hast du zwei kleine Lautsprecher, die an den Seiten montiert sind, die quasi über Wandreflexion arbeiten. Das heißt, die strahlen zur Seite und geben dir dann quasi den Eindruck, du kriegst dann eine Hülle. Genauso gibt es in der Regel auch zwei Top-Lautsprecher, die auf der Soundbar eingelassen sind, die nach oben strahlen und dann von der reflektierenden Decke quasi dir diesen Overhead-Charakter oder dieses Overhead-Eindruck quasi reproduzieren. Du musst natürlich aufpassen, du kannst jetzt keine komplett akustisch wirksamen Wände und Decken bauen. Da funktioniert es natürlich nicht. Also wenn man es hier in die Regie packen würde, wäre es wahrscheinlich schwer, weil man hat gar nicht die Reflexion. Passieren. Genau, du brauchst zwingend die Reflexion. Deswegen ist das, eine Soundbar ist perfekt im Wohnzimmer. Ja. Weil keiner wird sein Wohnzimmer mit Absorbern vollhängen. Ja, oder die wenigsten, ein paar Freaks vielleicht. Aber die haben dann wahrscheinlich Lautsprecher. Ja, genau. Also insofern, deswegen, es funktioniert echt erstaunlich gut. Ich habe zu Hause so eine kleine LG Soundbar. Das ist super. Also einfach mal reinzuhören, was so... Und dann kann man das so weit sozusagen runterskalieren, bis man sagt, man hat einfach nur von Amazon Echo so einen Speaker, der eben auch mehrere nach links, rechts, vorne zur Decke was ausstrahlt, so eine Art Subwoofer sozusagen hat oder nach für unten, den Bassbereich nochmal nach unten was hat. Und auch damit lässt sich dann 3D-Audio darstellen. Und das ist im Grunde genommen genau der gleiche Dolby Atmos Mix, den du in deinem Studio gemacht hast, der dann auf diesem Ding wiedergegeben wird und man hat so das Gefühl... Cool, das läuft über einen Lautsprecher und ist 3D-mäßig. Genau. Das ist, glaube ich, auch der große Vorteil, dass wir eben jetzt nicht unzählige verschiedene Mischungen produzieren müssen für diese verschiedenen Anwendungsfälle. Ja. Ich meine, aus der Filmpostproduktion kennen wir das. Wenn man Kino makes, dann gibt es quasi eine dynamikreduzierte Version für DVD, Blu-ray. Es gibt eine Stereo-Version für Streaming. Es gibt keine Ahnung was. Und also tausende von verschiedenen Ausspielmixen, die man herstellen muss. Ja. Im Dolby Atmos ist das anders. Du machst einen Mix, den du in der Regel im Studio machst. Und der lässt sich halt wunderbar auf all diese verschiedenen Anwendungen runterskalieren. Und der jeweilige Service Provider, ob das jetzt ein Streaming-Anbieter ist oder ob das dein Blu-ray-Player ist oder ob das Netflix oder wie auch immer ist, die wissen ja ganz genau, mit welchen Geräten hörst du gerade ab. Mhm. Anhand einem Device-Profiling sehen die genau, ach guck mal, der hat einen Apple-TV-Box und hat eine Soundbar dran. Zack, das also ist dein Mix für dich. So ab. Genau. Ja, okay. Und das macht die Sache halt super nahtlos. Natürlich ist es für uns im Studio ist es immer ein bisschen schwierig, weil wir geben ja Kontrolle ab. Ja. Wir geben ja Kontrolle über die Qualität des Mixes an ein Stückchen Device, an einen Receiver, an Yamaha, Onkyo oder wie sie heißen. Ja. Und dann müssen wir sagen, okay, da müssen wir einfach nur hoffen, Plug and Pray, dass es eben durchgeht. Was ja aber, sagen wir mal, im vereinfachten Sinne bei Stereo-Mixen auch schon immer sozusagen der Fall war, ne? Wo man auch nie wusste, hören die Leute das jetzt über Kopfhörer, hören sie es über eine fette HiFi-Anlage im Auto oder über einen Mono-Bluetooth-Speaker oder so. Ne? Aber du kamst nicht mehr als zwei Lautsprecher. Das war schon und jetzt, mal so, ist es, jetzt hat man, hast du ein bisschen mehr. Viel mehr, deshalb aber, ist es auf jeden Fall ein ganz schön spannender Bereich. Und dann hat man sich eigentlich nochmal gedacht, okay, wenn das nicht über Lautsprecher wiedergegeben wird,
dann machen wir das noch so, dass wir das im Kopfhörer wiedergeben. Wie kann man denn jetzt irgendwie sozusagen Dolby Atmos oder Immersive Sound im Kopfhörer hören, wenn ich da nur zwei Lautsprecher habe? Da, hinten dran liegt quasi eine Technologie, das ist quasi eine Binauralisierung. Mhm. Binaural bedeutet im Prinzip nur, es ist eine Virtualisierung deines Mixes für Kopfhörer. Und dem zugrunde liegen ein paar Parameter, die quasi relativ deutlich sagen, wie man eigentlich 3D hört. Wenn wir beide draußen auf die Straße gehen, dann können wir sofort sagen, das Auto kommt von links und rechts hören wir die Straßenbahn und da vorne ist was und hinter uns ist übers. Ja, genau. Weil wir das gelernt haben, quasi unsere akustische Umgebung so wahrzunehmen. Ja. Und das kann man tatsächlich auch über Kopfhörer reproduzieren. Und was dem zugrunde liegt, ist ein sogenanntes HRTF, ein Head-Related Transfer Function. Das ist sehr technisch, aber im Prinzip beschreibt das nur, wie wir 3D-Sound hören. Und dementsprechend so ein Dolby Atmos Mix wird dann speziell ja, auch gefiltert und in der Phase eben bearbeitet, dass es uns quasi im Endeffekt vorgaukelt, wenn wir über Kopfhörer hören, irgendwas ist hinter uns, über uns, also rechts und links kriegst du über Kopfhörer super hin. Ja, klar. Vorne, Mitte, sauschwer. Ja. Vielleicht schon mal gehört. Also die Stimme sitzt eigentlich immer in der Mitte oben. Ja. Ne, stimmt, wenn man normal so stereomäßig irgendwas hört, hat man eigentlich immer das Gefühl, das spielt sich im Kopf. Genau, irgendwo hier. Ja, so. Ja, genau. Aber jetzt mit Atmos hast du die Chance, tatsächlich das auch vor dich zu holen in der Reproduktion mit Kopfhörern. Ja. Und das, dem zugrunde liegt halt die Binauralisierung. Ja. Und das ist dann am Ende des Tages ist es ein Stereo-File, was transportiert werden muss, was gestreamt wird, aber eben fertig aufbereitet für Kopfhörer. Ja, ja, genau. So dass im Grunde genommen nachgeahmt wird, wie unsere Ohrmuscheln funktionieren. Genau. Und dann, wenn was von hinter mir kommt, dann ist es halt durch die Ohrmuscheln ein bisschen mehr anders gefiltert. Es kommt ein Ticken später, ist ein bisschen muffiger, weil es natürlich hinter der Ohrmuschel langkommt und so weiter und so weiter. Es ist ein sehr komplexer Prozess. Glücklicherweise, die Tools, die es gibt, um das eben abzuhören, die sind sehr, sehr gut. Und wenn wir uns im Dolby Atmos Umfeld begeben, ich will jetzt gar nicht zu tief in die anderen 3D-Formate gehen, da gibt es ja noch unzählige andere, liefert das die Dolby-Software gleich mit. Ja. Das heißt, es liegt immer ein binauraler Ausgang gleichzeitig zu meinem Lautsprecherausgang an, sodass ich meine Lautsprecher eben mal schnell muten kann, setze meinen Kopfhörer auf, gucke, wie es auf Kopfhörern läuft, schmeiße den Kopfhörer wieder weg, kann wieder auf Lautsprechern weitermischen. Ja. Und das sollte man auch tatsächlich tun, dass man immer das mithört. Weil, ich würde jetzt mal sagen, ich kenne die Zahlen nicht korrekt, aber ich denke mal, mindestens 80% hören die Sachen auf Kopfhörer. Vielleicht sogar noch mehr. Ja. Also deswegen ist das tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Use Case, den wir da auf jeden Fall im Auge behalten müssen. Das heißt, wie sieht da so dein Workflow aus? Fängst du im Kopfhörer an, mischst dann auf Speakern, hörst auf mit Kopfhörern? Genau. Oder wie ist genau so ist der Weg. Im Prinzip fange ich tatsächlich mit Kopfhörern an, so ein Session-Setup zu bauen. Ich importiere die Spuren, mache mein Routing, mache so die ersten Panorama-Geschichten, so ein bisschen Layout bauen. Ne? Natürlich noch nicht so super fein, aber im Prinzip gucke ich, dass es schon mal irgendwie funktioniert auf Kopfhörern. Die Session nehme ich dann mit ins Studio, mache da den fertigen Mix, adaptiere im Prinzip auf Lautsprechern, was Schalldruckpegel angeht. Sehr wichtig, Subwoofer-Level. Ja. Das ist eine Geschichte, die du über Kopfhörer ganz schwer beurteilen kannst. Mhm. Also da wird es sehr schnell sehr viel. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man das auf Lautsprecher nochmal hört. Und dann nehme ich die Session nochmal auf den Kopfhörer und mache die finalsten Anpassungen tatsächlich. Ja. Weil, wie gesagt, dieser Kopfhörer-Use-Case halt so unfassbar wichtig ist. Ja. Sag doch mal was dazu, wo kann man denn jetzt das überhaupt hören, Dolby Atmos? Also ich meine, wenn ich jetzt sozusagen die technischen Voraussetzungen habe, oder beziehungsweise nochmal eine ganz wichtige Frage, die auch oft gefragt wird, brauche ich spezielle Kopfhörer? Nein, du kannst jeden handelsüblichen Stereo-Kopfhörer nehmen. Ja. Dadurch, dass es dir ja quasi binaural präsentiert wird. Ja. Das heißt, du kannst selbst die kleinsten, günstigsten In-Ear-Monitore da an den Start bringen oder die teuersten Over-Ear-Kopfhörer. Das ist völlig egal. Die wichtigsten Streaming-Services heute, wo du Dolby Atmos Musik, wir reden ja über Musik, ist tatsächlich Apple Music mittlerweile seit Sommer, Tidal und Amazon. Ja. Die drei sind quasi... und dann gibt es noch ein paar andere, die sind aber bei uns in unseren quasi deutschen, europäischen Gefilden nicht so wichtig. Irgendwie in Asien gibt es noch ein paar Streaming-Services, in Lateinamerika gibt es noch ein paar andere, die auch Dolby Atmos machen. Aber das sind so, sagen wir so, die drei Platzhirsche. Ja. Also daher allen voran natürlich Apple. Was ist mit Spotify? Wird Spotify irgendwie da einsteigen? Oh, du, wir hoffen es, oder? wir hoffen es. Also ich denke mal, dass es für uns in der kreativen Branche wichtig ist, dass es einfach mehrere Plattformen gibt, die das unterstützen. Ja. Dann sollen die das ausfechten, wie ihre Marktanteile sind. Das interessiert mich dann nicht. Aber wir sind zumindest in der Lage, die höchstwertigste Qualität zu liefern. Und Dolby Atmos hat immer noch, und ich finde, es ist auch ganz wichtig, dass man das weiter behält, hat einen Premium-Touch. So, es ist was Besonderes. Es ist was Exklusives. Aber es ist ja nicht exklusiv, weil jeder hat Zugang dazu. Also jeder könnte es machen. Ja. Aber es hilft ja auch quasi Künstlern, die zum Beispiel jetzt neu irgendwie ins Game kommen oder so, sich tatsächlich ein bisschen abzusetzen.
So, also es gibt da schon Möglichkeiten, wie man das tatsächlich auch, sagen wir, kommerziell nutzen kann. Eben kreativ ist die eine Geschichte, das gucken wir uns gleich an. Ja. Aber diesen Mehrwert mitzugeben, seinen Hörern irgendwie, einfach die Leute noch mehr in sein Stück reinzuziehen, finde ich total wichtig. Wenn ich jetzt Apple Music abonniert habe und ich habe meinetwegen eine Soundbar oder ich will das über Kopfhörer hören, wie ist mein Ablauf sozusagen? Also ich habe dann Apple Music über eine Apple TV Box 4K oder weil ich sowieso zum Beispiel irgendwie Apple Filme sehen will? Oder wie sind so die technischen, wie ist nochmal das Setup? Also entweder du hast so quasi so Stream Player im Prinzip, weiß gar nicht, was der offizielle Fachbegriff ist, aber so Apple TV oder ein Amazon Cube oder Fire Stick oder wie sie Dinger alle heißen. Die haben in der Regel eine App drauflaufen, entweder von Tidal, von Amazon oder von Apple. Und die geben ja das quasi an die Soundbar weiter. Und wenn da eine atmosfähige Soundbar ist, dann spielt sie es auch in Atmos ab. Okay. Ist deine Peripherie, deine Infrastruktur nur stereofähig, bekommst du auch nur den Stereo-Mix. Okay. Aber das ist ein zweiter Mix. Das, der läuft separater parallel. Mix. Separater Mix. Okay. Der wird nicht aus dem Atmos generiert. Das ist ganz wichtig zu wissen. Ja. Wenn du ein iPhone hast zum Beispiel und du kaufst dir jetzt so einen Apple-Kopfhörer, die AirPod Max oder so oder die AirPod Pros, du schließt die an, automatisch Atmos aktiviert. Okay, das sieht man ja dann auch immer in Apple Music. Genau. Eigentlich wird jetzt entweder angezeigt Lossless-Qualität oder Dolby Atmos so genau. in der Regel. So. Korrekt. Und das kann ich in den Einstellungen, könnte ich das dann noch umschalten und mal entscheiden, was gefällt mir besser oder wie das ist, ich das. Ich finde, das ist aber ein sehr wichtiger Punkt, denn was auch viele Labels nicht wissen, wenn ich jetzt technisch keinen Plan habe, also jetzt nicht wir, sondern ein ganz normaler Mensch da draußen, der hat ein iPhone und der kauft sich so einen Apple-Kopfhörer, weil er das toll findet und schließt den an, kriegt der automatisch den Dolby Atmos Mix. Ah. Er muss wissen, wo im System er diesen ausschaltet und Stereo hört. Ja. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, dieses Format bekommt eine Wichtigkeit, eine ungeplante Wichtigkeit bei vielen. Das ist vielen nicht auf dem Schirm, dass die Leute tatsächlich zuerst Atmos hören und dann vielleicht das Stereo. Ja. Das heißt, ich finde, die ganze Branche sollte ein bisschen mehr Augenmerk auf die Atmos-Produktion auch legen und nicht nur, oh, wir haben noch 4 Tage Zeit, kannst du mal schnell nochmal 40 Titel. Das ist nicht so ein Add-on ist, was man nochmal so zusätzlich macht. Es ist tatsächlich eine gewisse Wichtigkeit dahinter, weil halt viele Leute das zuerst hören, bevor sie Stereo hören. Okay. Und denen natürlich allen zu sagen, pass auf, du musst hier ins Menü, schalt das um und so, das kannst du vergessen. Ja. Dann also, würde ich sagen, steigen wir doch mal ein in deine Session, oder? Und hören mal überhaupt, was das so sagt. Irgendwie. Können wir machen, Mit Dolby Atmos. Also, nehmt eure Kopfhörer und setzt euch eure Kopfhörer auf, macht euch eine angenehme Lautstärke. Du hast gesagt, es ist egal, was man hat. Ne? Wir haben jetzt beide hier so, du hast auch einen Biodynamic halb offenen. Genau. Ich habe ja auch so einen offenen. Das ist okay. Du kannst tatsächlich jeden Kopfhörer nehmen, wenn du einen geschlossenen hast, dann bist du natürlich noch mal ein bisschen direkter dran. Ne? Ja, genau. Dann, aber mit dem halb offenen machst du einfach ein bisschen lauter. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Lass doch einfach mal ein bisschen Ich würde gerne kurz eine Sache vorweg sagen zu dieser Produktion. Es gab ja ein Voting, da haben ja viele mitgevotet irgendwie, da kam ja dann Shirin bei raus. Ich hätte vielleicht fast eher eine elektronische Nummer mitgebracht, weil die einfach noch ein bisschen mehr Räumlichkeit bietet. Ja. Die ganze Platte von Shirin ist sehr reduziert produziert. Ja. Also wirklich, da ist jetzt nicht brutal viel Elemente drin, wo man sagt, oh, jetzt drehen wir mal richtig durch und machen hier die Achterbahn und 3D-Audio überall. Also es ist relativ zurückhaltend, wenig 3D-Effekt. Es gibt ein paar Elemente, die ich rausgezogen habe und bewegt habe, aber da können wir dann gleich nochmal ins Detail gehen. Naja, weil das ist ja natürlich, aber das ist ja ein wichtiger Punkt, den du auch ansprichst. Ne? Weil letztendlich ist es ja wahrscheinlich so, dass die, selbst wenn ich, also wenn ich jetzt einen Left-Center-Right-Speaker habe und ich habe noch eben meine Sides und ich habe oben irgendwie was, gerade bei so einer Produktion mit irgendwie einem Beat und mit einem fetten Bass und mit einer Vocal irgendwie so, wird das wahrscheinlich eher in der Front ablaufen, als dass man jetzt sagt, hey komm, wir machen die Drums nach oben an die Decke und den Bass nach hinten, das ist ja alles kriegt man keine Einheit mehr wahrscheinlich. Richtig, irgendwie das sowieso nicht. Ja. Also das würdest du, glaube ich, sowieso sehr selten machen, aber sagen wir so, du hast auch wenig musikalische Elemente drin. Ja, ja. Du hast wenig Pads, wenig Synthes, wenig Klimbim. Ne? Ja. Keine Gitarren, kein gar nichts. So, deswegen ist es relativ reduziert. Also nicht, dass der eine oder andere dann denkt, ich höre ja gar keinen 3D. Ja, ja, genau. Das ist sehr reduziert. Man hört schon ein bisschen eine Hülle, aber die ist nicht so brutal wie jetzt bei anderen Stöcken. Aber da muss man sich halt echt immer am Genre orientieren. Du kannst jetzt auch nicht völlig abdrehen bei so einem Ding. Ja. Ne? Nochmal ganz kurz die Voraussetzung dafür. Du hast ja jetzt hier gerade Pro Tools laufen. Genau. Aber das reicht noch nicht, Pro Tools da alleine zu haben, sondern du brauchst ja jetzt noch den Dolby Renderer, der sozusagen das für dich umsetzt. Wenn man in Pro Tools arbeitet, ja. Arbeitet man in Nuendo zum Beispiel oder mit Logic, ganz neu rausgekommen, Logic 10.7. brauchst du die Production Suite nicht mehr. Ja. Weil das alles integriert Teil ist in einem. Der, das der ist DAW schon. Mega gut gelöst, richtig top.
ich bin so ein Dinosaurier, ich lerne nichts Neues mehr. Ja? Ja. Und ich bleibe deswegen irgendwie bei Pro Tools. Aber ich habe mich da auch so eingeschliffen mit meinen Workflows. Deswegen, diese DAW-Diskussion, die fangen wir gar nicht an. Prinzipiell kannst du jede DAW nutzen, um Atmos zu machen. Okay. Entweder mit einer integrierten Lösung oder mit dieser Production Suite und dann einem Plugin, was dir quasi das Panorama macht. Okay, verstehe. Gibt's alles. Also ja. selbst für Ableton Live und sonstige Geschichten. Also ist gar kein Problem. Es ist für jeden zugänglich. Ja. Das ist, glaube ich, wichtig zu erwähnen. Cool. Ich arbeite halt in Pro Tools. Das ist so mein Ding halt. Sollen wir erstmal mal ein bisschen hören? Wir können erstmal ein bisschen hören, na klar. Lass mal so ein bisschen laufen, das Kabel Ding. Links, genau. Also nicht wundern, ich schalte dann auch mal ein bisschen hin und her zwischen dem Renderer und der Pro Tools. Ich check gleich mal hier nochmal, was mit den Chat-Fragen ist. Genau. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich dann eure Fragen in den Chat stellen. Wir werden versuchen, einige davon zu beantworten, aber wir müssen jetzt natürlich auch ein bisschen Musik hören, über den Workflow sprechen und dann greife ich mal vielleicht ein paar raus. Okay. Some dude writes your rhymes and they whack, and you say them shits anyway. I heard dudes say whack rhymes that they didn't even write. Right, right. That's corny. Manager denken, sie wären Marketing-Genies, wenn sie ihren Künstlerinnen raten, Discherien. Aber Fakt ist, für mich ist deren Erfolg kein Problem, denn ich liebe es, alle Bitches erfolgreich zu sehen. Die sahen mich auf YouTube, Fan von Miss P.E., wurden von mir inspiriert, so wie ich von Kitty Cat. Mein Impact nicht zu leugnen, welche Bitch kam ins Game direkt mit einer goldenen Gübin. Transparent, trotz millionenschwerer Reichweite, es gibt keinen Mensch in meinem Team, den ich geheim halte. Ghostwriter, was? Schreib Songs mit Lars und nehm ein Veteran mit auf die 1 in die Charts. Benutze meine Power nicht, um anderen zu schaden. Ich benutze sie, um was zu sagen. Brauch keine Verträge, um mich zu vertragen. Als wäre ich Goliath. Jeder macht auf David, seit ich da bin. Bei dir heißt es nah, bei mir oh shit. Welcher Spinner sagt, ich wär ein Tourist? Ihr Vollidioten habt vergessen, was zu tun ist. Bitches brauchen Rap und ich gebe du nicht. Bei dir heißt es nah, bei mir oh shit. Welcher Spinner sagt, ich wär ein Tourist? Ihr Vollidioten habt vergessen, was zu tun ist. Bitches brauchen Rap und ich gebe du nicht. Kennst du diese Bitches, die ihr Freunde machen? Immer freundlich waren, aber dann hinterrücks dich für goldene Platten. Stopp mal cool. Hier, weil im Prinzip das ja, ist jetzt so der einfach Anfang nur war mal, ja schon mal sehr, man sehr, hört so ein sehr paar cool. Teile. Als du gerade genau. Losgelegt hast, habe ich tatsächlich, ich musste erst mal gucken, sind die Lautsprecher vorne an, weil ich gleich so das Gefühl hatte, das passiert was in dem Raum. Genau. Also ich fand es ja, ganz geil, gerade über Kopfhörer, weil ich wirklich nochmal so gehört habe und dachte, okay, die Boxen sind aus, ich höre es tatsächlich nur über Kopfhörer. Ja, genau. Und dieses ganze Intro flog ja gerade auch schon so ein bisschen genau. 3D-mäßig um einen so rum. Wirklich, wirklich dezent, ne? Ja, ja. Aber du guckst ja dann natürlich... diese ganzen Panoramageschichten, wenn du was im Raum platzierst und bewegst, du musst ja natürlich gucken, dass du die, sagen wir mal so, die Message von dem Stück nicht ja. überdeckst. Ne? Du willst ja nicht die ganze Zeit ein Gimmick genau. abfeuern. Ganz sozusagen. Genau. Ja. Das ist meiner Meinung nach das Wichtigste irgendwie. Es mag konservativ sein, aber du willst ja irgendwie die Message von Shirin da irgendwie transportieren und du willst ja auch, dass sie trotzdem so bleibt. Ne? Du willst sie ja nicht da irgendwie verstecken oder dass es am Ende des Tages ablenkt. Ja. So, ne? Ja, da genau. muss man ein bisschen immer vorsichtig sein. Und wie gesagt, je größer die Songs werden oder je größer sie instrumentiert sind, umso eher muss man da aufpassen, dass man quasi diese Intention, die da mal ewig lang an dem Ding gearbeitet. Ne? Ja, ja, und jetzt komme ich und mache da in 2 Wochen ein bisschen Atmos und genau, ziehe das ganze Ding irgendwie links rum. Ja. Irgendwie ist ja auch nicht der Sinn. Das ist auch nochmal eine interessante Frage. Das heißt, du hast den Stereo-Mix von diesem Track nicht gemacht. Nein. Sondern der ist eben von, also das ist ja von Julie und Young genau. Mash produziert, die Nummer. Genau, in dem Team, genau, die haben das produziert, die haben es auch gemischt. Die haben es auch gemischt, okay. Genau. Und dann, was bekommst du jetzt als Ausgangsbasis? Hast du alle Tracks wieder bekommen, einzeln? Oder? Ja, ziemlich viel. Also ja. Mittlerweile haben wir einen ganz guten Workflow mit den Jungs, weil wir haben ja Casey Rebel zusammen schon gemacht damals, die Maximum 3. Da hatten wir uns schon irgendwie ein bisschen drauf geeinigt, was braucht man, was braucht man nicht. Hier war es natürlich vom Instrumentarium reduzierter als bei Maximum 3. Da war es ein bisschen mehr. Aber wie man sieht zum Beispiel, alles, was hier in blau ist, das sind jetzt im Prinzip nur die Drums. Ja. Ne? Also da ist alles Mögliche dabei. Plus ein bisschen gekrempelt von mir, was ich so gebaut habe. Aber ich habe halt die Kick separat von den Claps, separat von den Bongos, separat von den Hi-Hats, von den Percussions und so weiter. Dann habe ich die verschiedenen Bässe bekommen. Das sind hier unten die braunen. Dann habe ich hier 6, 7 Synthi-Spuren mit ein paar Samples und Entschuldigung. Und halt diese Synthi-Lick, dieses Arpeggio-Dings da. Ja. Dann habe ich Shirins Vocals bekommen. Also in dem Fall nicht trocken, sondern da ist tatsächlich dann schon ein bisschen Hall mit drin gewesen, wobei es nicht viel. Entschuldigung, anderes Projekt. Ich habe tatsächlich hier den Hall-Stem, der ja de facto
kaum vorhanden ist in dem Produkt oder in dem ganzen Projekt. Es ist sehr trocken. Trocken, okay. Die kriege ich in der Regel separat, weil man damit nochmal ein bisschen anders umgehen muss. Und dann habe ich noch die Background-Vocals und dann halt die Producer-Tags. Das heißt, du könntest jetzt praktisch die Vocals eher nach vorne platzieren und trotzdem auf den anderen Speakern und auch obenrum so ein bisschen so einen Raum schaffen, genau, der halt das Ganze mehr so in einem, ja, in einem Raum passieren lässt. Oder? Richtig, ja, richtig, genau. Aber natürlich muss man gucken, weil Atmos ist ja nicht nur Hall, ne, Räumlichkeit, sondern es geht ja auch dazu, quasi die Beziehung der Instrumente zueinander vielleicht ein bisschen zu würfeln. Also würfeln ist schlimm, falsch gesagt, aber zumindest etwas zu entzerren. Ja, du hast ja, in dem, wenn, du den, wenn du den Renderer gerade nochmal zeigst, ne, da hattest du ja, als du es ablaufen liest, dann sieht man ja plötzlich... Warte mal, ich bin ja Solo. Genau. Genau, ich glaube, wir... Genau. Dann sieht man ja halt diese Kugel da in diesem 3D-Raum und immer, wo es praktisch schon aufleucht, da ist ja Signal und man sieht teilweise, oder hat man ja auch gesehen, wie du Sachen hin und her bewegst. Genau. So, ne? Ganz genau. Das, was wir hier unten in dieser dreidimensionalen Virtualisierung da sehen, das sind tatsächlich alle Objekte. Also das sind Elemente in einem Song, bei denen ich entschieden habe, du sollst jetzt ein Audio-Objekt sein. Ja. Und dann geht das da rein. Es gibt ja parallel zu den Objekten, gibt es im Dolby Atmos noch das Bad. Mhm. Das Bad ist ein klassisches, kanalbasiertes, neue Zahl, 7.1.2 Setup. Okay. Also sprich alle Lautsprecher auf Ohrhöhe, ja, plus alle Lautsprecher unter der Decke als Stereo, also links oder rechts. Okay, also aber nicht vorne, hinten. Genau. Ja. Keine Differenzierung zwischen oben vorne und oben hinten. Wenn du das nutzen wollen würdest, bräuchtest du das als Objekt. Okay. Genau. Aber dieses Bad, da kann eigentlich auch alles Mögliche reingemischt werden. Da kann im Prinzip alles Mögliche reingemischt werden. Da sind in dem konkreten Fall sind alle Drums drin, da sind die Vocals drin, da sind der Bass drin. Ja. Und was ich dann jetzt gemacht habe, das sieht man hier in der Pro Tools Session, ich habe dann so ein paar Elemente, überall hier, wo ich so ein orangenen Knöpfchen habe, habe ich daraus ein Objekt gemacht. Zum Beispiel aus diesem Synthi habe ich ein Objekt gemacht und das ist auch der, der sich am Anfang... Sollen wir den mal nochmal solo hören? Können wir machen. Das ist der, der sich bewegt. Ich mache mal hier noch den Kumpel auf. Dann sehen wir nämlich, was sich bewegt. Cool. Und dann können wir nochmal kurz reinhören. Das war der genannte. Genau, und da kam der Break, dann setzt der Rap ein und dann bewegt sich das Ding jetzt zum Beispiel nicht mehr, weil es einfach sonst ein bisschen too much wäre. Ja. Genau, es ist einfach nur so ein kleines Gimmick, man denkt sich so, okay, wenn du so einen Song auflegst, egal welche Genre, denkst du dir so, gut, was sind denn da jetzt für Elemente drin, die wir ein bisschen nutzen können, ohne irgendwie dieses Konstrukt zu zerstören. Das war halt, ich meine, das war das Dankbarste und das war fast das Einzige, muss man sagen. Ne? Ja. Im Hintergrund läuft ja dann auch hier dieses, dieser kleine Snippet hier von dem... Ja, das ist ja im Prinzip nur ein Sample. Das willst du dann natürlich, das ist auch eine wichtige Aussage, die der Kollege die da aber irgendwie... Eher vorne, genau, der ist vorne und was mit dem Kollegen passiert, der ist hart auf links-rechts geroutet zum Beispiel. Das heißt, der kommt auch aus deinem linken und rechten Lautsprecher und somit hast du eine Phantommitte oder ein Phantomcenter in der Mitte geroutet. Das heißt, da ist gar kein Lautsprecher in die Mitte geroutet. Shirin zum Beispiel, die Raps, habe ich, wie man hier sieht, es ist relativ marginal, ganz leicht eingerückt, sodass sie quasi auf links und rechts und ein bisschen auf dem Center-Kanal. Dadurch, dass ich es ein bisschen reinbringe, wird es auch gleichzeitig, weil es dann sozusagen ja auch ein Stückchen zu dem Center-Kanal zeigt, wird es auch aus dem Center-Kanal wiedergegeben. Genau, du kriegst ganz kleine Anteile von diesem Signal, werden über den Center mit abgespielt. Ja. Da muss man immer aufpassen, wann man das macht und ob das funktioniert, weil der große Punkt bei Atmos ist ja immer sowas, es muss ja immer noch kompatibel zum eigentlichen Stereo sein. Ja. Es darf ja nicht komplett anders klingen. Ja. Ne? Es muss ja immer noch eine Intention haben. Und bei Helene zum Beispiel habe ich die Vocals nur auf links, rechts, ganz hart. Okay. Weil es im Stereo genauso ist und dann bloß nichts am Vocalsound, ne? Aber das ist ein anderer Case. Ja. Bei Shirin hatte ich den Eindruck, es ist schöner, wenn die ein bisschen eingerückt ist, weil du dann eine größere Front baust, die da... Das ist ja halt sowieso ja eine interessante Frage, ne? Weil wenn man jetzt sagt, okay, eigentlich mische ich die ganze Zeit links-rechts und dieser Center-Speaker kommt ja eigentlich aus dem Filmbereich, wo man gesagt hat, wenn wir jetzt eine Leinwand haben und da sprechen Leute in einem Kinofilm, dann soll das immer aus einem Lautsprecher in der Mitte gut hörbar sein, weil egal, wo ich im Kino sitze, kommt das immer von der Leinwand dann her. Ne? So eigentlich eine Sache, die gar nicht aus dem Musikbereich erstmal so das kommt. Stimmt, ne? Das stimmt. Und schon natürlich auch eine Frage, die sich, glaube ich, viele Leute fragen, wenn ich jetzt sowieso eine Phantommitte bauen kann, indem ich gleichermaßen was nach links und rechts packe, so wie ich das in einem Stereo-Mix auch mache,
Wozu brauche ich überhaupt den Center Speaker? Also wozu nutzt du den Center Speaker noch mehr? Neben quasi den optischen Geschichten im Studio. Sieht einfach cool aus. Sieht cool aus, hat eine Menge Geld gekostet. Aber nein, ich nutze ihn tatsächlich für manche Geschichten, wenn du Elemente hast oder auch wenn du Vocals hast, die du einfach noch einen Ticken intimer haben möchtest. Okay. Ist der Center einfach nochmal eine präsentere Geschichte. Aber auf links und rechts plärt alles weitere mit. Ja. Ne? Also ja. Da hast du in der Regel die Drums, du hast die Bässe, vielleicht hast du ein Piano noch oder Gitarren oder irgendwas. Es ist einfach viel los auf links und rechts. Ja. Wie im Stereo, ja. Das kennt er. Ja. Der Center gibt dir einfach die Möglichkeit, ein paar Sachen aus diesem ganzen Gekloppe, sage ich jetzt mal, ein bisschen rauszunehmen und vielleicht ein bisschen präsenter daherzustellen. Ist das denn aber auch was, was du zum Beispiel dann für Kickdrum oder Bass oder Snare oder so nutzen würdest? Tatsächlich nicht, okay. Weil ich finde, dass dann die Binauralisierung schwierig wird. Also der Kopfhörer-Use-Case dann ein bisschen Das klingt sich anders zu Kopfhörer sehr dann. Unterscheidet vom eigentlichen Stereo. Okay. So vom eigentlichen Mix. Ja. Und man muss ja auch sagen, die Stems, die ich bekomme, sind in der Regel Stereo. Das heißt, irgendein Stereo-Prozessor ist da mal reingerendert worden. Ja. Ob das jetzt ein bisschen Autotune ist oder ein leichter Flanger-Chorus, weiß der Kuckuck was, womit die Jungs da die Sounds bearbeiten. Ja. Um einfach jetzt nicht eine Monomatsche draus zu machen auf dem Center-Kanal, weil da bringt uns ja nichts. Wir wollen ja eigentlich mehr das rausziehen. Bei Max Mutzke habe ich den Center deutlich mehr benutzt für die Vocals, einfach um ihn noch ein bisschen rauszuholen, noch präsenter zu kriegen, noch ein bisschen intimer fast. Mhm. Noch ein bisschen abgekoppelt ist das falsche Wort, aber einfach noch ein bisschen entfernter vom Playback oder von der Musik. Ja. So, und das kann man tatsächlich ganz gut machen. Und dafür ist der Center wunderbar geeignet. Ja. Aber wie gesagt, das ist, jedes Genre ist da ein bisschen anders, jedes Produkt, jedes Projekt ist ein bisschen anders, wie man damit umgeht. Also auch, du hast jetzt nicht irgendwie ein Template, was immer so fixed ist für jede Sache, sondern du checkst immer. Also du vergleichst natürlich den Stereo-Mix, genau. Wenn du einen Dolby Atmos-Mix machst, genau. Versuchst möglichst nah an diesem Stereo-Mix wahrscheinlich auch dran zu sein. Genau. Damit, wenn jetzt umgeschaltet wird bei Apple zum Beispiel zwischen Lossless oder Dolby Atmos irgendwie, dass das was miteinander zu tun hat. Genau. Oder gibt es auch Leute, die sagen, Erik, hau raus, mach irgendwas ganz Freakiges. Gibt und dann es auch, ja. Okay. Aber das sind meistens dann die Kollegen aus der elektronischen Musik. Ja. So, Rodriguez Junior hatte ich dir, glaube ich, auch mal gezeigt. Genau. Da ist es wirklich so, dass wir gesagt haben, wir lassen Stereo mal Stereo sein und jetzt machen wir mal Atmos. Und das ist natürlich eine tolle Ansage, wenn du so eine kriegst, weil dann sagst du, okay, gut, dann müssen wir uns da gar nicht an irgendwelche Konventionen halten oder irgendwelche gleichen Sounds oder so. Klar, du hast die gleichen Elemente. Aber der eine Grund, warum das auch noch wichtig ist, dass wir, weil wir im Dolby Atmos nicht die gleiche Mastering-Chain haben, wie wir sie im Stereo haben. Ja. Das ist natürlich auch so klanglich, unterscheidet sich da ein bisschen. Plus, wir haben natürlich deutlich mehr Dynamik und mehr Raum. Also Raum im Sinne von, wir können die Elemente frei im Raum platzieren, nicht Hallraum. Und deswegen muss man aber trotzdem immer gucken, dass man so diese Stereo-Basis einfach beibehält. Das ist einfach, die Hörgewohnheiten sind noch nicht so weit. Mhm. Wieso hat man jetzt mehr Dynamik bei Dolby Atmos? Kannst du da weil du einfach nicht bretthart auf -4 Lufs irgendwie da ein Master rausknallen musst, sondern es gibt im Dolby Atmos gibt's eine Lautheitsmessung, das ist hier in der Mitte auch dargestellt quasi. Und da gibt es einen Zielwert, der bedeutet -18 LUFS. Okay. Und das ist halt, wenn du jetzt zum Beispiel, Helene war auf -4 gemastert, das war halt unfassbar laut, dass ich das Stereo-Master erstmal 14 dB leiser machen musste, damit es zu meinem Atmos Na, allein von der Lautheit matcht. Das David-Album wahrscheinlich war auch relativ laut. Shirin war nicht ganz so heftig, aber wir waren so bei -6, -7. Ja, so. Genau, -6, -7 ist ja auch schon mal... Ist schon ein Brett. Ja, also klar. Im Vergleich zu meinem luftigen Atmos, das ist schon krass. Und das sagt man einfach sozusagen, weil... Wenn man jetzt, also wenn man Stereo hört, sind ja eigentlich alle happy so. Ne? Hörst du auf dem Phone, findest du irgendwie alles cool oder hörst du es auf deiner HiFi-Anlage oder im Auto oder so. Und ist es bei Atmos einfach so, dass dadurch, dass man so viele Speaker um sich herum hat, dass es dann einfach, wenn man es so laut machen würde, wäre es einfach zu anstrengend? Würde man dann irgendwie... Ja, das wäre schon sehr anstrengend. Ja, das wäre schon extrem, weil im Prinzip ja jeder Lautsprecher Full Range abspielen kann. Ja. Ne, also jeder Lautsprecher kann theoretisch 20 Hertz bis 20 Kilohertz und volle Lautheit, also SPL, auch abspielen. Das ist ja im Prinzip so eine Spezifikation in der technischen Geschichte. Ja. Was man nicht vergessen darf, du hast ja immer noch den Binaural. Das ist ja im Prinzip ein Stereo-Binaural-Downmix deines Atmos-Mixes. Der wiederum ist auch ein bisschen leiser als das Stereo-Master, aber der ist lauter als der Atmos-Mix, weil du ja quasi von 12 auf 2 gehst. Richtig, ne? Ja, genau. Das heißt, und so schaukelst du dich da hoch. Und es war, glaube ich, eine ganz gute Gelegenheit, auch für alle Beteiligten mal zu sagen, wir haben gerade eine Chance, wieder Dynamik in die Musik zu bringen. Let's do it. Ja. Und das ist einfach, und diese -18 Lufts, die gelten für alle Genres. Das heißt, wenn du ein Stückchen Klassik machst oder ein Stückchen Operette oder was auch immer, oder du machst das übelste EDM-Getrümmer, die sind alle auf die gleiche Lautheit gebracht. Das heißt, wenn du zwischen den Genres umschaltest, ist das eine sehr angenehme Geschichte und es muss nicht dein Streaming-Anbieter für dich lösen. Ja. So wie es ja jetzt der Fall ist. Was aber sonst der Fall ist eigentlich. Genau. Ne? Weil die Stereo-Mixe werden ja sowieso von Apple dann leiser gemacht nochmal und die Atmos-Mixe, die bleiben.
Die bleiben sozusagen. Genau. So. Ja, deswegen. Okay. Man kann tatsächlich ein bisschen mehr Dynamik transportieren und es, am Ende des Tages lebt die Musik dadurch ein bisschen mehr. Ja. Aber natürlich bei einem Projekt wie Shirin kann man auch ein bisschen mastern, nur dass du halt eben kein Stereo Track Masters, sondern halt eben deinen ganzen Atmos-Mix, der unter Umständen 128 Spuren beinhalten kann. Okay, krass. Geht, kann man machen, ist aber allerdings ein bisschen tricky. Ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen reinhören. Lass doch mal vielleicht einfach nur so Drums und Bass, mal so die Rhythmusabteilung hören, damit wir noch mal ein bisschen springen was hier ein bisschen auf die rein. Ohren kriegen. Genau, soll ich ein bisschen was dazu erzählen? Ja, vielleicht erstmal hören und vielleicht noch mal den Renderer an, dann können wir ein bisschen sehen, was da so passiert. Da passiert jetzt nicht allzu viel bei Bass und Drums. Du siehst die Objekte hinten, da habe ich nämlich Kick und Snare dupliziert und hinten mit reingelegt. Aber ansonsten siehst du hier, dass es nur auf links, rechts stattfindet und auf dem Subwoofer im Prinzip. Ne? Und okay, ein bisschen auf den Surrounds. Was ich halt hier gemacht habe, ich habe mir die Kick dupliziert, ja, ne? Die gleiche Kick, habe sie als auf die, also die Duplikation ist als Objekt, ja, quasi transformiert worden und nach hinten geroutet worden und ein bisschen leiser. Der Effekt, was dann passiert ist, dass du quasi eine Kickdrum eben nicht nur aus zwei Lautsprechern, sondern aus vieren bekommst. Und dass die Höheposition einfach von allen Seiten ein bisschen besser angeregt wird. Das, ja, wirkt einfach ein bisschen, kriegt ein bisschen Fundament, ja, wenn es um tieffrequente weil Geschichten geht. Aus den Speakern rauskommt. Was man nochmal eben sagen muss, hast du, glaube ich, vorhin schon erwähnt, dass wenn man jetzt den Renderer sich anguckt, sind diese Bälle nur die entsprechenden Objekte. Genau. Das, was in das Bett geht, was links, rechts, richtig, und zu den anderen Speaker geht, das wird dann nicht sozusagen als Bälle angezeigt. Genau, das ist im Prinzip nur zehn, ganz genau, sind das Bett und das wird nicht visualisiert in, genau, diesem und die das Bett ist halt links, rechts, Center, Sub und dann geht es halt Seiten oben. Ja. Das heißt, wenn du links, rechts da richtig Ausschlag siehst und auf der 4, das ist der Subwoofer, dann weißt du, dass alles richtig gemacht für Hip-Hop. Okay, genau. Was hast du mit den ganzen Synthes und... Genau, also die Snare habe ich auch dupliziert oder ja, diese Clap-Snare-Geschichte, die liegt auch ein bisschen weiter hinten, nicht ganz so weit hinten, die ist so quasi zwischen den Seiten und Back-Surrounds, ein bisschen näher und hat den gleichen Effekt, dass es halt eben von mehreren Seiten eben auf dich einschlägt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es gibt einfach ein Fundament, es gibt ein bisschen Substanz. Weil, ja, dann musst du auch nicht so hart laut machen zum Teil, weil es halt eben aus verschiedenen Seiten kommt. Was man halt machen muss noch, das ist so ein kleiner 0815-Trick, ist, dass man die Duplikation ein bisschen nach verzögert. Packt? Leicht, okay, verzögert. Und zwar, weil es ja sonst im Downmix sich summiert. Okay, und so hast du jetzt aber, dann hast du dann ein bisschen Phasenauslöschung? Das hörst du kaum irgendwie, weil erstens in der Binauralisierung, wobei die Objekte auf off gestellt sind, was die Binauralisierung angeht, aber diese 150 Samples, das reicht, um es quasi anders zu machen und nicht gleich. Okay. Und dass es in einem Downmix dann eben nicht auslöscht. Ah, okay. Quasi, und auch nicht diesen Effekt verändert. Ja. Genau, mit den Synths haben wir schon gesprochen hier bei dem ersten Kollegen. Genau. Das ist der, der sich am Anfang ein bisschen bewegt. Danach bleibt er im Prinzip stehen. Ja. Dann gibt es ein paar Synthes, die hier unten kommen. Der Kollege und der, die stehen aber auch einfach nur fest im Wald, sage ich mal, ja, an einer gewissen Position. Also der ist so leicht links im Prinzip und wie man hier an diesem Raster hier sieht, dieser bisschen Strich halt leicht erhöht. Ja. Genau. Das wird also, das heißt, das wird dann quasi über eine Phantommitte zwischen der unteren und den oberen Lautsprechern dort dann wiedergegeben. Mhm. Und dadurch, dass die Kugeln grün sind, gehen sie ins Bad. Wäre die Kugel rot, würde es ins Objekt gehen. Ja, kann man das mal hören? Kann man das können wir mal hören. Gucken wir mal irgendwo noch. Der bewegt sich auch noch ein bisschen, aber der bewegt sich jetzt, der müsste eigentlich auch, könnte auch ein Objekt sein. Hm? Da hast du jetzt das Panning im Bett sozusagen, genau, gemacht. Okay, genau. Genau. Das macht aber tatsächlich erstmal keinen Unterschied, ob du ein Element ins Bad routest oder ein Objekt. Es macht erst dann einen Unterschied, wenn du dich um die Kopfhörerwiedergabe kümmerst, weil du ja diese Sachen unterschiedlich in der Binauralisierung platzieren kannst. Okay. Am Ende des Tages. Kann ich aber auch noch mal kurz drauf eingehen, aber das ist ein bisschen sehr nerdy. Ja, können wir genau, dann vielleicht gibt's hier noch mal Zeit haben, noch mal kurz drauf eingehen. Der ist kaum zu hören. Hier unten gibt es noch einen Synthi. Das ist so ein Arpeggiator-Geschichten. Der steht aber auch nur fest. Der ist weiter vorne verortet, ein bisschen hoch. Und dann aber ich finde, man hört, dass er oben, genau, eher ist. Also man merkt, genau, schon, dass es jetzt nicht auf Ohrhöhe ist, sondern irgendwas, genau, spielt sich eben so. Und das oben hilft dann halt auch immer quasi Platz zu machen für Vocals. Ja. Ne?
Du kannst theoretisch manche Elemente sogar lauter fahren, als sie eigentlich waren. Im Stereo würden sie sich beißen und gegeneinander kämpfen. Sobald du sie in der Höhe oder leicht rausziehst, hast du diese Probleme schon nicht mehr. Ja. Dann hast du andere Probleme, aber die dann nicht mehr. Ja, hier habe ich noch einen Parameter genutzt, der heißt Size im Dolby Atmos. Das heißt, du kannst Objekte auch eigentlich größer machen, als sie eigentlich sind. Mhm. Das ist quasi wie so ein, das sieht so aus wie so ein Spinnennetz hier in dem Fall. Und das bedeutet einfach, dass dieser Sound dann eben zu gleichen Anteilen auf alle nächstgelegenen Lautsprecher bezogen wird. Also wir sind eine Art Divergenz. Ja, ja, okay. Und so kannst du Sachen ein bisschen größer machen, als sie tatsächlich sind. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut meistens. Dann haben wir hier noch eine Geschichte. Genau. Ja, hinten? Der ist hinten, genau. Und das fand ich einfach ganz spannend, weil hinten und oben, ne? Also drei Viertel hoch. Hier muss man auch immer gucken, wie nutzt man eigentlich so die Höhenlautsprecher. Ne? Ja. Was du nicht machen solltest, das ist so ein bisschen Best Practice, wäre tieffrequente Anteile in die Top-Lautsprecher zu rennen. Ja. Weil das einfach von der Ortung schwierig wird. Also Transienten, knackige Percussion oder so Hochtonengeschichten oder so, das funktioniert wunderbar, weil die kannst du gut orten. Mhm. Auch über Kopfhörer, finde ich zumindest. Also ich höre, dass sie hinten oben sind. Ja. Und wie gesagt, du holst dich von vorne raus, kannst dann eben, hast ein bisschen mehr Fokus dann eben auf dem Rap und auf dem Beat. Ja. Ne? Und dann so Klimbim und so Geplänkel und so kann man dann so schön außen rumstellen. Das ist tatsächlich, was dadurch ganz gut funktioniert. Bei den Vocals können wir auch nochmal gucken, also die ganzen Harmoniegeschichten. Bitches brauchen Rap und ich gebe tun. Die sind hier, also die sind leicht aus der Mitte rausgerotet an die Seite. Und die anderen Kügelchen, die wir da auch gesehen haben, das waren tatsächlich Hall-Returns. Reverb, so, ne? Reverb-Geschichten. Da habe ich auch ein paar interessante Sachen gebastelt. So, jetzt habe ich das richtige Wort gefunden. Bei dir heißt es nah, bei mir oh shit. Welcher Spinner sagt, ich wäre ein Tourist? Ihr Vollidioten habt vergessen, was zu tun ist. Bitches brauchen Rap und ich gebe du nicht. Bei dir heißt es nah, bei mir oh shit. Also du hörst, dass Shirin vorne ist. Ja, so, genau. Und dann hast du die Backings hast ein bisschen rausgezogen. So ein bisschen verteilt. Okay. Genau, dass sie nicht gleichzeitig auch mit von vorne da raus. Ja, ja, gut. Es gibt manche Produktionen, da kann man tatsächlich dann überlegen, ob man die Vocals, die Backing-Vocals, vielleicht sogar ein bisschen nach hinten packt. Ja. Aber da muss man dann immer ein bisschen gucken, weil alles, was du nach hinten packst, wird in der Kopfhörer-Binauralisierung tendenziell ein bisschen muffig, weil es ja hinterm Ohr ist. Ja, genau. Okay. Und da muss man dann immer gucken, dass wenn da wichtige Elemente dabei sind oder wichtige Passagen, Phrasen, wie auch immer, guckt man, dass man es eigentlich so im vorderen Drittel, in der vorderen Hälfte hält. Ja. Das sind so die Geschichten. Und bei den Effekten, also Effekte ist in dem Fall jetzt nicht allzu viel, da habe ich jetzt den Reverb-Stem bekommen. Der klingt im Prinzip so. Der ist so leise, dass man ihn gar nicht hört. Also das ist eigentlich, läuft unter ferner Liefen. Okay, das ist ein kann man vergessen. Delays und so. Und hier geht was in den Upmix. Genau, das ist nochmal ein Reverb, weil es ist auch so leise. Und die Frage ist natürlich, wie geht man so mit Stereospuren um, die richtig Stereo sind, also wo ein breites Stereo ist. Was machst du mit denen im Atmos? Weil wenn ich die quasi nur auf zwei Lautsprecher lege, dann fehlt ja der Rest des Raums. Aber vielleicht ist es ja Elemente, die man eigentlich auch gerne im ganzen Raum nutzen möchte. Dafür gibt es dann die Möglichkeit, das quasi abzumixen. Also aus Stereo mehr Kanal machen. Da gibt es dann Tools, wie zum Beispiel den Nugen Halo Upmix, der hat quasi einen Stereo-Input und einen Mehrkanal-Output und dann kannst du quasi Verhältnisse dazu machen. Das ist immer ganz gut bei flächigen, statischen Sachen. Ja. Da funktioniert das eigentlich immer ganz gut. Super, deswegen, genau. Ist ja auch hier ein Partner so von der Imsta, Nugen Audio. Genau. Müsst ihr nochmal gucken, ob es da auch gerade Deals gibt von Nugen irgendwie. Auf jeden Fall auch eine ganz spannende Firma, so finde ich. Absolut, absolut. Sag mal, wir müssen mal langsam, glaube ich, mit den Fragen starten. Ja, ja. Ich muss also mal langsam den Chat durchgehen. Ich habe aber vorher noch eine wichtige Frage. So, was ist denn mit diesem Subwoofer? Also der LFE-Channel. Vielleicht kannst du darauf noch kurz eingehen, was die Idee dahinter ist. Weil eigentlich ist es ja, sagen wir mal, wenn Leute jetzt sich ein Stereo-Setup gekauft haben und man hat irgendwie gerade aus dem Multimedia-Bereich oder so, ne, kauft sich im Laden so einen Subwoofer und zwei kleine Satelliten, dann wird ja eigentlich der gesamte Stereo-Mix aufgeteilt, wo man sagt, alle Bässe gehen unten in den Subwoofer. Alles ab einer bestimmten Trennfrequenz kommt aus den Kleinen raus. Genau. Wie ist es hier? Ist es eigentlich anders gedacht? So, ne? Es ist ein bisschen anders gedacht. Das kommt aber ein bisschen drauf an. Also ich rede jetzt mal aus der Studiosicht. Ja, ne? Jetzt nicht Endkonsumenten, sondern aus der Studiosicht. Grundsätzlich gibt es technische Vorgaben, wenn man die einhalten möchte, von Dolby, von anderen Formatherstellern, auch von Lautsprecherherstellern, die natürlich Empfehlungen geben. Du solltest mindestens diese und jene Größe, warum auch immer, haben. Der Subwoofer ist in allererster Linie ein LFE, also Low Frequency Effect. Mhm. Also es ist ein Effektkanal. Es ist eigentlich ein Kanal, der nicht
quasi songrelevante Elemente bedienen sollte, die dann woanders fehlen. War im Kino eigentlich gedacht für das Erdbeben Für die Explosion. Der oder Jet, der über dich fliegt, einfach für den ganzen LF-Rumble. Das Orchester oder so spielte in der Regel nicht über auf den gar keinen LFA. Fall. Auf gar keinen Fall. In der Musik kann man dann natürlich ein bisschen damit umgehen. Es gibt so ein paar Best Practices. Und der eine davon ist, man sollte keinen Mix auslegen, dass er nur mit Subwoofer funktioniert, was den tieffrequenten Anteil angeht. Ja. Der Mix sollte auch funktionieren, wenn der Subwoofer gemutet ist. Ja. Der Subwoofer sollte einfach so ein bisschen eine Unterstützung geben, ein bisschen nice to have, Wohlfühl-Effekt, dann ist er meiner Meinung nach richtig. Ja. Wenn du ein Studio hast, was eben nicht in der Lage ist, die richtige Größe an Lautsprecher zu installieren, wegen Schalldruckpegel, weil es einfach klein ist, oder Budget, oder wie auch immer, dann hat man die Möglichkeit, Bassmanagement zu nutzen, sodass man dann eine Trennfrequenz anwählt oder angibt, die sagt, alles, was tiefer ist als X, geht über den Subwoofer und alles, was drüber ist, geht auf die Hauptlautsprecher. Ja. Das kann man machen für alle Surrounds und Deckenlautsprecher. Da kann man es auch wunderbar empfehlen. Für die Front würde ich es nicht empfehlen. Okay. Da würde ich sagen, guckt lieber, dass ihr Lautsprecher findet, die tatsächlich die Performance haben, um die eben Full Range laufen zu lassen. Also das wäre auch eine gute Möglichkeit, wenn man sich so ein Studio einrichten will, lieber vorne richtig satte Full Range Speaker zu haben und für alles, was Surround hinten ist, oben ist, auch eine kleinere Version. Es kann eine kleinere Version sein. Und dann nutzt man einen Subwoofer, um die halt eben ein bisschen zu unterstützen, damit die halt eben den Schalldruck auch bringen. Das ist aber eine Sache, wo du da nicht extra das reinmischst, sondern wo es ein Bassmanagement gibt, was einfach sagt, meine Abhörsoftware sozusagen. Richtig, genau. Das passiert im Abhörcontroller, das passiert in der Kalibration, wo auch immer, oder im Lautsprecher. Da haben wir keinen Einfluss drauf. Okay. Weil wir nutzen in der Produktion erstmal jeden Lautsprecher Full Range. Ja. Und dann gucken wir, was hinten dran hängt. Ich würde sagen, stellt doch eure Fragen nochmal jetzt in den Chat, dann finde ich die leichter, wenn ihr jetzt noch Fragen an Erik habt. Ich habe schon zwei gesehen, die werde ich jetzt einfach gleich mal los. Und zwar ist die eine, braucht man eine spezielle Pro Tools Version dafür? Wenn man mit Pro Tools arbeitet, müsste es die Ultimate Version sein, also die teure Variante, weil die kleinere Variante hat kein Surround Panorama. Okay, genau. Und die andere Frage? Man kann aber auch die Standard Variante nehmen. Pro Tools Standardvariante, nur dann nutzt man sie mit dem Dolby Plugin, was das Panorama macht, und nicht mit dem Pro Tools internen Panner. Das geht auch. Aber wie schon gesagt, Logic hat funktioniert super, Nuendo funktioniert super und mit den anderen kann man auch, also mit Cubase könnte man eigentlich letztendlich auch so. Kannst du machen, aber dann halt auch mit dem Drittanbieter-Plugin von Dolby. Genau, also es ist ein bisschen komplizierter sozusagen. Es ist ein bisschen kniffliger, aber es ist trotzdem machbar und es funktioniert auch gut. Es gibt tatsächlich viele Produktionen, die auch so entstehen. Ich kann dir mal zeigen, das ist das Dolby Atmos Music Panner-Plugin. Ja. Ne? Was hier ganz witzig ist, der hat noch einen Step-Sequencer drin. Das heißt, ich kann den tatsächlich auf meinen Beat triggern und kann sagen, er soll bitte bestimmte Positionen abfeuern auf Beat oder halt auch Bewegungen quasi malen und so. Bei elektronischer Musik ist das tatsächlich eine sehr feine Geschichte. Ich habe mir gerade von Sound Particles irgendwie Energy Panner und Brightness Panner besorgt, um einfach auch da mal ein bisschen rumspielen zu können für diese Dolby Atmos Sachen. Genau. Dann war eine nächste Frage, die ich auf jeden Fall noch gesehen habe, war... ursprünglich gab es da ja von Dolby immer Certificates dafür, dass man gesagt hat, okay, bestimmte Dinge, die dann im Kino passieren oder so, die brauchen den Stempel drauf, die brauchen ein spezielles Studio, da muss einer von Dolby vorbeikommen und sagen, yes, das ist es, bumm, du darfst es machen. Wie sieht es da aus? Gibt es in der Form für unser Ökosystem in der Dolby Musik oder Atmos Musikbereich gibt es nicht mehr. Ja. Das Studio-Zertifizierungsprogramm ist Ende letzten Jahres ausgelaufen, war aber noch nie quasi maßgeblich wichtig für Produktion. Okay. Das heißt, du kannst dir im Prinzip einen Raum nehmen. Ich würde natürlich empfehlen, dass man ein bisschen die Spezifikation im Auge hält, die Dolby da vorgibt, im Sinne von Raumgröße, Größe der Lautsprecher, Performance und solche Geschichten. Dass man sich schon so ein bisschen daran orientiert, dass man nicht da einfach komplett im Wald steht. Aber du kannst einfach loslegen zu mischen. Wenn du dann allerdings Produktionen machst, die an ein Label gehen, Universal, Warner oder du produzierst für Netflix oder sonstige Konsorten, die setzen voraus, dass du ein Studio hast, was mindestens 7.1.4 abhörseitig bestückt ist. Okay, also da gibt es nochmal jemanden, der trotzdem das auch kontrolliert. Sonst kannst du da nicht gelistet werden als Zulieferer. Ja, und wird dein Mix trotzdem irgendwo nochmal von irgendjemandem gecheckt, so technisch? Oder kannst du machen, was du willst? Ja, oder? Bei den meisten schon. Ich habe einen Bypass gefunden. Aber... nein, es gibt tatsächlich bei den großen Produktionen gibt es dann oft, da werden aber sagen wir so, die üblichen Studios in Deutschland, die Atmos machen, die gut mit den Labels zusammenarbeiten, werden auch gerne mal für ein QC angefragt. Quality Control. Genau, dass bei mir mal was landet, was jemand anders gemischt hat. Einfach zu sagen, hör mal durch, guck mal, ob die Spezifikation passt und so und ich lade es dann eben nach England hoch zu Universal oder sonstige Geschichten. Genau. Oder umgekehrt genauso. Ich checke hier nochmal die Fragen, hier sind nochmal wunderbar. Hier gibt es eine Frage, wie ist das finanziell? Zahlen die Labels gleiches oder weniger oder... für Dolby Mixing als normales Mixing?
Ja, es ist ein Add-on. Ne? Also es wird nicht quasi in einem bezahlt. Es ist jetzt nicht so, dass du beauftragt wirst für einen Stereo-Mix und dann gib mal bitte noch Atmos dazu, sondern da ist tatsächlich noch ein Topf nur fürs Atmos. Okay. So, und das kann man sich dann natürlich verrechnen. Das ist dann eine Frage, wie man dann kalkuliert und wie man auch mit den Kollegen dann eben kommuniziert. Ja. Aber es gibt, bei den großen Labels gibt es einen speziellen Atmos-Topf. Okay. Da gibt es ein bisschen Kohle und das kann man dann auch annehmen, unabhängig der Stereo-Produktion. Was würdest du sagen, wie lange brauchst du ungefähr für einen Dolby Atmos-Mix? Weil du bekommst ja, also ist natürlich auch nicht so einfach zu sagen, je nachdem, wie viele Spuren man kriegt. Genau. Manchmal bekommst du schon sozusagen Submixes, Stems, wo, wie hier jetzt meinetwegen, Vocal ist schon ein bisschen mit Effekt zusammen oder als Stereo-Gruppe. Du fängst ja sozusagen nicht zwingend immer da an, wo der Mixer angefangen hat. Nein, so, ne? Ich fange da an, wo der Mixer aufhört. Ja, genau. Ne, wo der Masterer quasi anfängt. Ja, an der Stelle kriege ich quasi die Stems. Ja, genau. Das heißt, die Spuren haben EQ schon drin, die haben Kompression schon drin, die sind in der Lautstärke, sind die schon automatisiert und gelevelt, damit, wenn ich sie alle quasi in meine Session reinlege und auf Play drücke, dass sie erstmal so klingen wie der Stereo-Mix. Okay, so. Abgesehen vom Mastering. Genau, das Master lassen wir mal außen vor, weil das eben hier anders funktioniert. Natürlich hörst du das Master ab, um so Klangästhetik mitzukriegen. Wenn da jetzt ein totaler nochmal ein Airband draufgeflogen ist, 6 Kilohertz, 8 dB, dann musst du das natürlich nachbauen irgendwie. Ja. Aber grundsätzlich im Schnitt kann, also das hängt auch ein bisschen vom Workflow ab, ein bisschen auch von der Erfahrung und vom Template, was man nutzt. Bei mir ist es so, dass ich so ganz grob, zwei Titel am Tag. Zwei Titel am Tag, okay. Aber es gibt auch Produktionen, da schaffst du vielleicht nur einen halben, weil die einfach wie Kraut und Rüben da angeflogen kommen. Ja. Und es gibt welche, da schaffst du vielleicht auch drei. Unfassbar viele Tracks. Genau. Bei Mutzke zum Beispiel gab es ein paar Titel, da hatte ich irgendwie so 150 Spuren. Und dann fängst du halt an, erstmal einen Mix wieder herzustellen. So, ne? Und dann, also, und dann gibt es bei Helene gab es Sachen, da kriegst du dann 12 Spuren. Ja. Also es ist, trifft dann so die übliche Mischkalkulation. Ja, okay. Nächste Frage ist hier, wie verhalten sich Stereospuren als Objekte im Raum? Bleiben die dann ein Stereo-Objekt? Gibt es Stereo-Objekte? Es gibt Stereo-Objekte und es gibt Mono-Objekte. Mhm. Grundsätzlich ist es so, dass ein Stereo-Objekt nichts anderes ist als ein Dual-Mono. Das heißt, die Software und die Engine oder so rechnet daraus im Prinzip einfach zwei Mono-Dinger, die halt gelinkt sind am Ende des Tages. Ja. Aber es liegt eine Stereospur zusammen. Aber angenommen, hier habe ich jetzt zum Beispiel ein Stereo-Objekt, kannst du mir kurz zeigen. Wenn ich jetzt anfange, den Kollegen in die Mitte zu ziehen, dann sieht man jetzt natürlich, jetzt mache ich ja so de facto Mono draus. Ah, ja, das heißt, jetzt route ich ja Sachen zusammen. Ja, genau. Das ist jetzt aber nur eine Form, wie man das Linking hier macht. Ne? Ich habe ja auch die Möglichkeit zu sagen, der soll im Prinzip nur vorne hinten linken und rechts links nicht. Ah, also ja, da kann man dann die abgefreaktesten Geschichten machen oder sagen, du gehst jetzt nach hinten so und dann haben wir sowas. Ja? Also das muss man dann kreativ entscheiden. Also erlaubt ist, was gut klingt. Ja, das hattest du ja bei dem Intro. Genau, da habe ich es ein bisschen enger zusammengenommen und habe die quasi miteinander quasi da Hand in Hand durch den Raum fliegen lassen. Ja. Aber grundsätzlich gibt es Mono- und Stereo-Engine, also Mono- und Stereo-Objekte. Ja. Gibt es im Raum eine ideale Abhörposition einer Atmos-Mischung oder hören einfach verschiedene Leute, die dann im Raum verteilt sitzen, auch jeweils einen anderen Mix? Einen anderen Mix hörst du nicht. Was du hörst, ist natürlich, aber das hast du ja selbst im Stereo auch, wenn du nicht mehr in der Stereo-Mitte sitzt und aus dem Sweet-Spot raus bist, hörst du natürlich auch ein bisschen, fällt dann natürlich auch dein Links-Rechts-Panorama ein bisschen zu tief. Also das heißt, die ideale Position ist natürlich der Sweet-Spot. Was wir bei einer machen, in der Regel bei einer Einmessung von einem Studio, ist, dass wir eine etwas größere Hörzone nehmen. Mhm. Sodass auch mal der Producer nebendran sitzen kann oder der Künstler oder so, dass die nicht komplett irgendwie außen vorfallen irgendwie. Ja. Aber das ist dann einfach eine Frage an den Raumgrößen, die man hat und welche Lautsprecher man nutzt, wie man die aufstellt. Ja. Die Aufstellung ist tatsächlich eine ganz wichtige Geschichte. Da sollte man sich auf jeden Fall nach den Spezifikationen halten, egal ob man jetzt große oder kleine Lautsprecher nimmt. Ja. Was ich halt echt immer super fand, so bei den Atmos-Sachen, die ich auch im Studio gehört habe, ist, dass man eigentlich in einen 3D-Musikraum oder in so einen Raum reingeht, in dem Musik ist. Und man kann sich eigentlich sogar durch diese Musik so ein bisschen durchbewegen, was eigentlich echt eine ganz tolle Erfahrung ist. Also ich fand nicht so... Ich fand es anders als bei Stereo, dass man gar nicht, ne, weil wenn man so ein bisschen mehr nach hinten geht oder ein bisschen mehr zur Seite geht, dann hört man wieder andere Sachen. Ist so ein bisschen, als ob man so auf Entdeckungstour auch gehen kann und den Mix so von verschiedenen Seiten beobachtet. Finde ich eigentlich ganz, ganz cool. Ja, das stimmt. Hier ist eine Frage, beeinflusst der EQ auch die Positionierung? Nicht zwangsläufig, aber die Positionierung kann einen EQ mit sich bringen, sagen wir es mal so. Also in der Regel ist es ja so, dass die Stems, die man bekommt, wenn jetzt alles nach Plan läuft, ne, in der idealen Welt, dann sind die ja schon EQ'd. Ja. Aber die sind natürlich darauf gehend EQ'd, dass sie alle zusammen im Links-Rechts passieren. Ja. Ne? Also das heißt, da wurden Elemente raus-EQ'd oder rausgefiltert oder reingefiltert, um eben im Stereo hörbar zu sein. Wenn du jetzt diese Elemente nimmst und du positionierst sie im Raum, dann kann es passieren, dass dir das einfach tatsächlich auch mal viel zu spitz wird.
ja, aber es im Stereo genau richtig ist, damit es hörbar wird, ja, ne, und durchscheint durch diese ganzen Maskierungen. Ja. Im Raum plötzlich brüllt dich das dann irgendwie, ja, ja, völlig fies an, sodass du dann, wenn du Elemente im Raum platzierst, die tatsächlich auf jeden Fall nochmal EQs und auch in der Kompression tatsächlich bearbeitest, weil du passt nicht für Stereo an, sondern für den Raum. Mhm. Das heißt, es kann mit sich einhergehen. Nicht zwangsläufig, auch nicht immer. Bei Shirin hat es ein bisschen was gegeben, aber auch nicht viel. Ich habe tatsächlich hier so gesehen, der Vocal EQ aus. Ja. Weil aber sozusagen das vielleicht auch sogar was ist, was dann im Mastering-Prozess, genau, nochmal dazu addiert, ganz wurde. Ganz genau, ne? Genau. Das ist tatsächlich dann so eine ganz grobe Kurve. Es ist ja nur ein High-Shelf am Ende des Tages, ja, nichts, ja, Wildes. Aber der Stem klang super, der war in sich perfekt gelevelt, alles super. Aber im Vergleich, wenn du umschaltest zum Master, klang er muffig. Und dann musst du natürlich das an anderer Stelle dann kompensieren. Ja. Genau. Ja. Deswegen ist es sehr üblich, dass du in einem Atmos-Mix tatsächlich nochmal auf EQ und Kompression eingreifst. Ja. Sollte man auch tun, weil du es ja für den Raum anpasst. Ja, genau. Sehr cool. Genau. Hier kommt noch die Frage, ob du ein Soundbeispiel noch vorspielen könntest. Wir haben nur noch so 3 Minuten. Mhm. Was krasser ist sozusagen, was mehr 3D-mäßig, ja, ist. Hast du irgendeinen ADM-File? Ja, genau. Ich hau das einfach direkt aus dem Renderer ohne Pro Tools Session ab. Genau, dass wir einfach mal was hören, weil du hattest ja gesagt, elektronische Musik wolltest du eigentlich spielen oder so. Wo vielleicht ein bisschen mehr oben, unten, hinten, rechts, links ist. So, jetzt seht ihr da meine Platte hier, was wir alles für Projekte haben. Wenn es okay ist, nehmen wir die aktuelle Robin Schulz-Single. Ja, das ist doch geil. Super. Die ist zwar auch sehr stereo-orientiert, aber da ist ein bisschen mehr, da ist halt einfach musikalisch ein bisschen passiert mehr drin. Mehr, es mehr ist halt Elemente. Ein bisschen mehr Element. Alles klar, cool. Und Rock'n'Roll. Also ein bisschen, ja, mehr, nicht visuell total viel mehr, aber akustisch natürlich ein bisschen mehr. Da sind mehr Synthes drin, da sind, ne, Flächen und, ja, so, die, ja, man natürlich ein bisschen platziert. Am Anfang dieser erste Vocal-Chop von links geht's nach rechts und so. Dann hast du natürlich diese ganzen Wushes, die so durchfliegen. So. Das ist ja eine ganz klassische Produktion für das, ja, Ding. Aber da kriegt man dann, und ich meine, ich habe noch viel krassere Beispiele. So, ja, ne? Das sprengt jetzt den Rahmen, deswegen jeder, der möchte, kann gerne mal bei mir im Studio vorbeikommen. Und dann hören wir mal den ganzen Tag durch. Ich finde das ja immer toll. Und ja, aber da kann man viele schöne Sachen machen. Super. Erik, vielen Dank. Sehr Erik gerne. Horstmann, Immersive Lab. Wenn euch dieses ganze Thema interessiert, es gibt auf der Seite von Dolby.com unheimlich viele Infos dazu. Es gibt wahnsinnig viele YouTube-Tutorials, Panel-Talks und so weiter auch schon dazu. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was uns wahrscheinlich die nächsten Jahre nicht loslassen wird. Also ich hoffe es. Dich mit Sicherheit nicht. Wie ist deine Prognose? Die Prognose ist, würde ich mal sagen, dass es ist gekommen, um zu bleiben. Ja, so, genau. Ich finde es auf jeden Fall spannend. Ich glaube, als Engineer, als Recording-Mixing-Engineer sollte man auf jeden Fall sich mal damit auseinandersetzen. Vielleicht auch als Producer, damit man einfach mal überlegt, wie kann ich diese Räume in der Produktion schon besser füllen. So, genau, irgendwie, ne? Weil man hat einfach mehr Space. Man kann irgendwie abgefahrene Sachen eigentlich machen. Warum auch nicht irgendwie das Ganze? Und wenn einem das so interessiert, dann vielleicht wirklich mal bei Apple Music einfach, wenn man es sowieso schon hat, mal einfach umschalten zwischen Lossless Audio und dem Dolby Atmos Audio. Und wenn man es noch nicht hat, vielleicht einfach mal kostenlos für einen Monat oder für 3 Monate mal abonnieren, genau, irgendwie und einfach mal checken. Weil ich finde, wenn man in dieser einen Welt ist, dann denkt man auch so, ja, okay, das ist jetzt das. Und wenn man dann mal umschaltet zwischen Stereo und Dolby Atmos, merkt man oft schon den Unterschied. Und dann, genau, liegt es an einem persönlich, glaube ich, auch, ob man das jetzt besser findet, ob man das, ne, dass man einfach 2 Flavors hat. Man gibt sich große Mühe, um zu sagen, ey, genau, das ist ein neues Erlebnis, ne, das ist vielleicht ein anderes Erlebnis.
Ich finde es auf jeden Fall spannend. Also ich habe für 2022 auf jeden Fall vor, tiefer in Dolby Atmos einzusteigen. Da müssen wir auf jeden Fall noch sprechen. Genau. Ja, sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, schalten wir jetzt zur SAE Köln. Da ist Dennis Schnichels und der hat jetzt den Busy Mo am Start und es geht um Hip-Hop-Vocal-Production, insbesondere was auch Vocal-Bearbeitung, Tuning, Melodyne und so weiter angeht. Also bleibt dran, IMSTA 2021, heute am 3. Advent. Bis dann. Ciao.